Hey meine Lieben, ich bin's der Frank. Heute soll es um die 5 Dinge, die ihr über UV-Nagellack wissen solltet, gehen. Und wer sich mit dem Thema UV-Nagellack oder Shellack oder Gelack befassen möchte oder damit anfängt oder damit ja, so langsam durchstarten möchte, der sollte sich jetzt erstmal die 5 wichtigsten Punkte dazu ansehen. Ja, meine Lieben, kein System hat momentan im Nageldesign so eine hohe Popularität wie UV-Nagellack oder Shellack oder Gelack oder wie es auch immer genannt wird. Dabei sind die Namen Schall und Rauch. Die sind am Ende des Tages wirklich nur eine Marketinggeschichte. Eigentlich kann man wirklich alle Produkte in einen Topf schmeißen, die es in diesem Segment gibt. Also egal, ob ihr jetzt einen Shellack habt, einen UV-Lack oder einen Gel-Nagellack, am Ende des Tages sind sie sich doch relativ ähnlich und die Unterscheidungen sind, wie gesagt, nur die Namen. Doch, was ist es eigentlich genau? Ich kann euch sagen, es hat so gar nichts und so wirklich gar nichts, außer das eigentliche Auflackieren mit klassischem Nagellack zu tun. Viele denken immer, das wäre eine haltbarere Alternative zu klassischem Nagellack. Das stimmt allerdings nicht, denn es ist kein klassischer Nagellack. Das Einzige, was UV-Lacke, Shellacke und Gellacke mit Nagellack gemeinsam haben, ist das Auflackieren. Am Ende des Tages sind diese Produkte nichts anderes, ja, wie lichthärtende Kunststoffe, die wir auch aus der Gelnagelmodellage kennen oder aus dem Farbgelbereich. Sie sind nur chemisch ein bisschen verändert, so dass man sie eben mit Aceton ablösen kann, so dass man sie eben direkt auf den Naturnagel auftragen kann, ohne dass sie absplittern. Und dass sie eine sehr, sehr flexible Zusammensetzung ergeben. Das ist das Einzige. Also wer denkt, dass UV-Lack, Gelack oder Shellack irgendwas mit klassischem Nagellack zu tun hat oder genauso ist wie klassischer lufttrocknender Nagellack, der liegt da falsch, sondern es ist eher dasselbe Produkt, was wir nehmen, um künstliche Fingernägel zu modellieren oder zu verstärken. Viele denken, und das Denken ist auch bei vielen Endverbrauchern in den Köpfen, dass UV-Lack oder Gelack oder Shellack, ich nenne jetzt einfach mal immer alle drei Namen, die gleiche Stabilität haben wie künstliche Fingernägel. Weit gefehlt. Es ist zwar so ziemlich dasselbe Material, aber durch das, dass es viel, viel dünner auf den Nagel aufgetragen wird und auch von seiner Substanz nach dem Aushärten viel flexibler ist, hat es bei weitem nicht dieselbe Stabilität wie ein künstlicher Nagel, der mit Gel oder Acrylgel oder Pulverflüssigkeitssystemen gearbeitet wird. Es ist aber dennoch ein minimaler Schutz für den Naturnagel. Es bietet auch eine minimale Stabilität, aber es ist, wie gesagt, nicht so belastungsunempfindlich wie alle Produkte, die man von künstlichen Fingernägeln kennt, die einfach eine wesentlich stabilere oder härtere Basis nach dem Aushärten bilden, wie die ganzen UV-Nagellacke. Aus diesem Grund sind zum Beispiel die ganzen UV-Nagellacke oder Gelacke oder Shellacke auch nichts für Mädels, die längere Nägel haben wollen. Also alle, die lange Nägel tragen möchten und von Natur aus einfach nicht mit dieser Stabilität an Naturnagelsubstanz gesegnet sind, für die ist UV-Nagellack oder Shellack oder Gelack überhaupt nichts. Also die sollten dann doch eher zu klassischen Kunststoffverbindungen wie lichthärtende Gele, Acrylgele oder Pulverflüssigkeitssystemen greifen, weil die einfach dafür da sind, den Naturnagel auch zu verlängern und ihm die notwendige Stabilität zu geben. Nochmal, UV-Nagellack, Gellacke oder Shellacke sind im Prinzip nichts anderes, ja, wie ein farbiger Naturnagelüberzug, der einfach unter einer LED- oder UV-Lampe ausgehärtet wird und dann 14 Tage oder 3 Wochen hält. Mit Stabilität hat es in den meisten Fällen so überhaupt nichts zu tun. Eine witzige Geschichte ist, dass viele Endverbraucher oder auch viele Nageldesigner und Kosmetikerinnen und Friseure denken, dass UV-Nagellacke oder Gelacke oder Shellacke die Naturnägel weniger schädigen als klassische Produkte zum Modellieren von künstlichen Fingernägeln. Das ist völliger Kokolores. Es schädigt die Nägel genauso stark oder weniger stark wie andere Kunststoffverbindungen auch. Das meiste, was die Nägel schädigt, ist
und das gilt auch für den UV-Nagellackbereich, die Vorbereitung des Nagels, die unter Umständen falsch gemacht wird, und vor allen Dingen beim UV-Nagellack auch ganz wichtig, das Ablösen mit Aceton. Das ist nämlich wirklich schädigend für den Naturnagel und kann den Naturnagel so in seiner Substanz angreifen, dass er davon wirklich einen ganz, ganz großen Schaden davon trägt. Also alle Frauen, die denken, ja, ich habe immer jahrelang Gelnägel oder Acrylnägel getragen und die sind ja so gefährlich für meine Fingernägel, und jetzt aber auf ein Gellacksystem umsteigen, weil sie sagen, ach, das ist eine viel sanftere und viel schonendere Alternative, die sind da total falsch gewickelt. Denn wie gesagt, am Ende des Tages ist es genau dasselbe wie alle Materialien, die für künstliche Fingernägel verwendet werden, und die Produkte an sich sind generell eigentlich nie schädlich, wenn sie der Kosmetikverordnung entsprechen, was eigentlich die Richtlinie hier in Deutschland und Europa ist, und wenn sie fachgerecht aufgetragen werden. Deswegen bin ja auch ich immer jemand, der eigentlich gegen das Ganze appelliert, wenn sich Mädels und Frauen die Fingernägel selber zu Hause machen und da einfach nicht das notwendige Fachwissen haben. Denn es kann, wie gesagt, bei falscher Anwendung von den ganzen Produkten tatsächlich zu einer Schädigung bis hin zu einer dauerhaften Schädigung von den Naturnägeln kommen. Aber da kann das Produkt nichts dafür, sondern das ist immer die falsche Anwendung durch ungeschulte Hände. Ein weiteres unglaublich stark in der Branche hängendes Ammenmärchen ist tatsächlich, dass alle denken, UV-Nagellack, Gellack oder Shellack ist für jede Kundin geeignet. Absolut überhaupt nicht. Ja? Es gibt tatsächlich und durchaus Kunden, für die UV-Nagellack oder Gellack oder Shellack gar nichts ist, ja? Die viel besser mit einem Modellageprodukt zurechtkommen, wie zum Beispiel Gelnägeln, Nägeln, die mit Pulverflüssigkeitssystemen gearbeitet worden sind, oder eben auch Acrylgel oder Fiberglasseide oder was es alles gibt. Also wer denkt, dass UV-Nagellack oder die Shellacke und Gellacke für jeden Nageltyp geeignet sind, der ist da wirklich ganz auf dem falschen Weg. Denn jeder Mensch ist ein Individuum und jeder Mensch hat unterschiedliche Fingernägel. Natürlich kann man das so ein bisschen eingrenzen in sehr weiche Fingernägel, in sehr feuchte Nägel, in brüchige, in stabile, in feste, in sehr harte Nägel. Und durch das, dass man das so eingrenzen kann, erfährt man auch relativ schnell, dass eben nicht jedes System für jeden Fingernagel geeignet ist. Doch für wen sind jetzt Gellacke oder UV-Nagellacke oder Shellacke am besten geeignet? Idealerweise sind diese Produkte geeignet für Kunden, die sowieso von Natur aus schon sehr stabile Fingernägel haben. Natürlich kann man auch bei Kundinnen mit sehr brüchigen oder durchaus auch weichen Nägeln eine gute Haftung mit UV-Nagellacken oder Shellacken oder Gellacken, wie man sie jetzt auch immer nennt, erzielen. Aber man muss sich immer dessen bewusst sein. Je angegriffener, je sensibler die Struktur des Naturnagels ist, desto schlechter wird natürlich auch die Anhaftung mit einem Gellack- oder UV-Nagellacksystem sein. Je besser, je stärker, je kräftiger die Basis des Naturnagels ist, umso besser wird natürlich auch die Anhaftung sein und umso haltbarer wird diese Lackierung dann auch die nächsten Tage und Wochen überstehen. Viele Endverbraucher oder eben auch viele Nagelstudios schwören auf die ganze UV-Nagellack-Geschichte, weil sie sagen, ja, UV-Nagellack oder Shellack oder Gellack, wie man es auch immer tituliert, lässt sich so nagelschonend wieder entfernen. Tja, weit gefehlt. Viele Kunden denken im Nagelstudio immer, nagelschonend wäre, wenn kein Fräser und keine Feile benutzt wird. Dabei werden dann die ganzen UV-Nagellack-Geschichten mit Aceton abgelöst oder mit einem anders benannten Wirkstoff, der aber am Ende des Tages immer aus Aceton besteht, denn es gibt keine andere Lösungsverbindung, die diese UV-Nagellacke ablöst. Tja, und da badet man dann seine Pfötchen drin oder da werden die Finger dann eingewickelt. Und die wenigsten Menschen machen sich Gedanken drüber, wie schädlich und wie aggressiv Aceton nicht nur für die Fingernägel sein können, sondern auch für die umliegende Haut.
Wenn ihr mit UV-Nagellacken arbeitet, wenn ihr mit Gellacken oder Shellacken arbeitet, empfehle ich euch immer, das Ganze beim Refill oder wenn man es wieder erneuern will, mit einer sanften Nagelfeile, zum Beispiel 180 oder 240 Grit oder einem ganz sanften Nagelfräser abzunehmen. Das ist weitaus schonender, zumindest wenn es jemand macht, der sich damit auskennt und die Erfahrungswerte hat, wie viel er vom Material abtragen darf, ohne den Naturnagel zu schädigen. Weitaus schonender als die ganze Geschichte mit Aceton. Ja? Trotzdem lösen es nach wie vor viele Studios immer noch ab oder viele Endverbraucherinnen schwören auch darauf, dass es eben mit einem Lösungsmittel runtergenommen wird und es wird nicht auf dem Nagel gefeilt, was aber viele dadurch vergessen ist, dass bei einer regelmäßigen Behandlung, wo das immer wieder mit Aceton abgelöst wird, der Naturnagel und auch die umliegende Haut jedes Mal erneut eine Schädigung davon trägt. Tja, und das kann so weit gehen, dass die Naturnägel dann wirklich irgendwann von ihrer Substanz so gestört sind und so beschädigt sind, dass zum Schluss gar nichts mehr hält und die Kundin wirklich einen sehr, sehr angegriffenen und beschädigten Naturnagel hat. Deswegen UV-Nagellack ja, aber eben auch darauf achten, wie man das Ganze wieder abnimmt. Tja, jetzt fragt ihr euch sicherlich, was denn mein Resümee zu dem ganzen Thema UV-Nagellacke, Gellacke oder Shellacke ist. Ich muss euch wirklich sagen, ich liebe dieses System und es ist ein System, was wirklich im Nagelstudio sehr gut angewendet werden kann für einzelne Nageltypen. Es ersetzt aber in keiner Art und Weise irgendeinen Modellagekunststoff, mit dem wir die Fingernägel verstärken oder verlängern können. Es ist also für eine kleine Gruppe an Kunden sehr gut geeignet. Ich würde mal sagen, ich habe es immer bei den Kunden angewendet, die Nägel sowieso raspelkurz hatten und wo man eigentlich keine großartige Verstärkung benötigt hat. Es ist wiederum aber nicht geeignet für Kunden, die sehr stark angegriffene, beschädigte oder eben auch herausfordernde Nägel haben, nennen wir es mal so. Also da würde ich immer eher auf einen Kunststoff zurückgreifen, der die Nägel auch stabilisiert, der dann auch eine ganz andere Haftung auf dem Naturnagel vorbringt. Am Ende des Tages muss es jeder für sich selber entscheiden, aber ich hoffe, ich konnte euch hier jetzt mal so ein paar Tipps und Tricks oder ein paar Hinweise geben, die ihr beachten solltet bei UV-Nagellack. Also UV-Nagellack oder Gellack oder Shellack hat nichts mit klassischem Nagellack zu tun, bis auf die Auflackiertechnik selber. Die Inhaltsstoffe unterscheiden sich gravierend von einem normalen Nagellack. Das merkt man ja daran schon, dass es in einer UV-Lampe oder LED-Lampe aushärtet und nicht trocknet. Das ist auch so ein Fehler, den viele immer beschreiben, weil sie denken, der Nagellack trocknet in der Lampe. Nein, er härtet aus, wie alle Gelkunststoffe auch. Zweitens, man hat natürlich niemals die Stabilität, die man mit künstlichen Fingernägeln hat, also mit einer Gel- oder Acrylmodellage. Und es ist auch nur dann eine nagelschonende Alternative, wenn man es richtig anwendet, wenn man den Naturnagel nicht schädigt bei der Basis oder bei der Vorbereitung für die UV-Lackmaniküre und wenn man es auch nagelschonend wieder abnimmt. Und nagelschonend bedeutet in diesem Fall leider nicht mit Aceton oder mit irgendwelchen anderen Lösungsmitteln. Tja, ich hoffe, ihr konntet so ein bisschen was mitnehmen. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr das mit dem Thema UV-Nagellack seht. Verwendet ihr es im Studio? Macht ihr euch vielleicht selber die Fingernägel damit? Ich weiß, es werden viele Kommentare kommen von Mädels, die sagen, ja, ich mache das selber und ich finde das ganz, ganz toll. Es ist natürlich schön, wenn da jemand sehr gut damit zurechtkommt. Trotzdem würde ich am Ende des Tages die ganze Geschichte immer in die Hände eines Profis geben. Und vor allen Dingen, wenn es um meine eigene Fingernägel geht. In diesem Sinne, ich sage jetzt schon mal danke, dass ihr dabei wart beim heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und ich wünsche euch jetzt schon mal ein schönes Wochenende. Und wir hören uns sehr, sehr bald wieder mit einem neuen Thema. Und dann freue ich mich, wenn ihr wieder dabei seid. Deswegen abonnieren, Glöckchen drücken, liken, was auch immer. Bis demnächst, euer Frank.